Hey ho, wir machen heute leckere Filet-Bacon-Granaten. Was ich mir darunter vorstelle, wie ich es mache, dranbleiben und da drüben zu gucken. Da haben wir schon unsere ganzen Zutaten, also wirklich wieder überschaubar. Wir haben hier einmal ein schönes Duroc-Schweinefilet, habe ich vom Steakshop. Ich finde die Dinger einfach absolut klasse. Dann Babybel, die verschiedenen Stadien des Verpackens, komplett ausgepackt in der komischen Wachshülle da und komplett eingepackt. Wie viel ich nachher brauche, weiß ich noch nicht. Ein Gewürz, ein Rapp eurer Wahl. Ich habe hier die Schweinerei vom Beef Buddy. Eine Schale, wo man die Filet-Bacon-Granaten nachher hineintun. Ja, und dann natürlich noch Bacon. Dann fangen wir jetzt ganz einfach an. Ich bin mir ja hier noch absolut gar nicht sicher, ob das überhaupt was wird, aber wir werden sehen. So, dann schneiden wir uns. Ich gehe jetzt erstmal die Stückchen runter. Ich habe jetzt extra das kleine Messer genommen, weil ich das gleich brauchen werde. Vielleicht sollte ich es noch schärfen vorher. Obwohl, für das Filet müsste es schon ausreichen. Ob ich mit dem noch was anfangen kann, wir werden sehen. Gut, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück auf alle Fälle. Dann nehmen wir unser Filet. Vielleicht doch noch ein schärferes Messer. Wo fangen wir hier an? Ich schärfe das Messer jetzt schnell. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Jetzt schneiden wir das Filet hier so ringsrum auf. Tja, so ganz funktioniert das nicht, wie ich das gern wollen täte. Aber wenigstens so halbwegs. Und das mache ich jetzt mal schnell mit allen. Vielleicht gelingt mir es ja beim nächsten etwas besser. Ja, der sieht ganz gut aus. Und jetzt noch die restlichen. So Leute, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stückchen geworden. Ich habe sogar noch ein paar Basilikum. Ich glaube, Basilikum war es, ja. Blätter geholt und ja, jetzt nehmen wir uns erstmal unser Gewürz. Kann man machen, muss man aber nicht. Salz, Pfeffer, Paprika wird genauso gehen. Ich nehme eben, wie gesagt, jetzt das Gewürz heute und streue mir das Ganze einmal ein bisschen ein. Also ihr könnt da wirklich alles nehmen, was ihr möchtet, sogar Spießbratengewürz. Herrgott, das wäre jetzt auch lecker gewesen. Nehmen wir uns hier ein Basilikumblatt. Halt, den Stiel machen wir noch komplett weg. Ja, und dann räumen wir den Babybel hier einfach mal in diesen Filet ein. Und je besser das Filet geschnitten ist, desto besser kann man das kreuz und quer einwickeln. So wie hier jetzt so. Und dann können wir uns auch schon den Bacon schnappen. So Leute, ich probiere hier jetzt verschiedene Wickelmethoden erst einmal aus. Ich weiß auch nicht mal, wie viele Scheiben ich hier jetzt nehme zum Einwickeln. Hauptsache, das Ding ist halbwegs vernünftig eingepackt. Okay.
Am schönsten wäre es halt, wenn jetzt von dem Käse nachher nichts rausläuft. Aber das kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wir kneten das Ding jetzt nochmal so leicht durch. Und damit mit dem Kneten sparen wir uns eben dann an Zahnstocher oder ähnliches. Hoffe ich zumindest. Wir haben hier unsere Filet-Bacon-Granate. So, Freunde. Das mache ich jetzt mit den restlichen und danach sehen wir uns nochmal hier. Das brauchen wir nicht. Wenn es dann, ja, wenn sie ganz einfach fertig sind, Punkt. Dann sehen wir uns nochmal. Ja, Freunde, soweit fertig. Und was wir jetzt noch machen können, ist vielleicht noch ein klein bisschen von dem Gewürz außen auf die Granaten draufstreuen. Kann man, muss man aber nicht. Oder muss man, kann man aber auch nicht. Je nachdem, wie ihr wollt. Nein, und dann wälzen wir die da einmal durch. Ja, und dann ist gut. Dann können wir rausgehen am Grill, beziehungsweise nochmal kurz in die Kühlung. Ja, ich muss den Grill noch anfeuern. Ja, Leute, dann wäre es soweit, dass wir unsere Filet-Bacon-Granaten draufschmeißen können. Ja, dazu gibt es solche ganz einfachen Kartoffelrösti-Ecken. Warum nicht? Und schmecken die? Und darum sollte oder ist es für uns ja gar kein Problem. Wer natürlich irgendwas anderes dazu haben möchte, der soll sich das selber machen. Und unsere Filetgranaten tun wir ebenso im indirekten Bereich. Und ich bin ja echt gespannt, wie viel Käse da insgesamt rausläuft oder auch nicht. Wir werden sehen. Ja, nachher mal drehen und dann sehen wir schon, wie lang es insgesamt dauert. Wir haben es jetzt 6:35. Viertel vor sieben, 20 Minuten liegt es jetzt drauf. Tja, noch weiß ich, wie lang es schon drauf liegt. Ui, ja, Käse läuft raus. Schade, schade, schade. Bei 2 läuft er raus. Dann drehen wir mal die Kugeln um. Das geht. Seite nach oben liegt. Na. Ich bleib halt jetzt so liegen, wie ich das gern möchte. Blutsakrament. Bleibst du jetzt liegen? Blödes Ding hier. Das blöde Vieh will nicht so, wie ich will. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Jetzt. Ja, und die drehen wir einmal auf der eigenen Achse. Die scheinen alle dicht zu sein. Schön wär's. Auf alle Fälle einen vollen Anzündkamin reingedonnert. Lüftung komplett offen. Dass da mal richtig Hitze reinkommt. Ja, und das mit den Rösti-Ecken, das ist einfach eine einfache, schnelle Beilage. Ist halt nichts selber gemacht, ist aber egal. So, Deckel zu und weiter grillen. Nach sage und schreibe lächerlichen 50 Minuten. Wir haben es jetzt 7:15. Tja, könnte man sagen, die Teile sind fertig. Ich habe sie vorher gerade noch ein bisschen näher hin, dass sie noch ein klitzeklein bisschen mehr aufknuspern. Aber es reicht. Sie sehen gut aus. Und
die lassen wir uns jetzt schön ordentlich schmecken. Naja, zumindest ein Teil, das was wir halt verdrücken. Kartoffelecken sind auch soweit gut. Ja Leute, dann sehen wir uns am Tisch. Was ist das Grüne? Oh, sehr lecker. Das ist ein Basilikumblatt, mein Schatz. Also richtig geil. Das ist mal richtig geil. Noch der Beweis, dass man diese Kartoffelrösti-Ecken auch auf dem Grill machen kann. Aber hey, ich lasse es jetzt schmecken. Puh. Ja, dann kommen wir noch zum Fazit. Also dieses Duroc-Filet, sagenhaft, jederzeit, immer wieder. Einfach klasse. Ich verlinke es unten noch. Ja, dann die Geschichte mit den Würzen. Die Würzmischung, hervorragend, passt absolut genial dazu. Und dann noch den Bacon drumherum. Das Basilikumblatt um den Käse war auch eine hervorragende Idee. Alles in allem war das komplett stimmig. Ja, warum habe ich das Ganze so aufgeschnitten und aufgefächert, aufgerollt? Ganz einfach, ich habe mehr Fläche zum Würzen gehabt und ich wollte unbedingt den Babybel im Fleisch schon einwickeln und dann auch noch im Bacon, um das Ganze möglichst dicht zu bekommen. Dass eben möglichst wenig Käse herausläuft. Ja, das haben wir auch geschafft. Ist ja nur bei zweien, oder ja, bei zweien ist was rausgelaufen und beim anderen, das zählt nicht so wenig, wie das war. Schatz, was sagst du denn noch dazu? War sehr lecker. Sehr lecker, wunderbar. Dann kann ich dieses Video ja wieder für beendet erklären. Leute, um nichts zu verpassen, auch keine Live-Videos, unten mit die Glocke aktivieren, ein Abo, ein Daumen nach oben, tät mich alles natürlich sehr freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.